Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, bekannt auch als Mr. T. Freunde, ich habe heute ein, ja, nicht so tolles Thema. Zum Schluss machen wir aus dem nicht so tollen Thema ein gutes Thema, ein tolles Thema, weil da bekommt ihr ganz viele Tipps von mir. Und zwar das Thema, mit dem ich als Personal Trainer und Ernährungsberater, als Gesundheitscoach, als Life Coach immer wieder konfrontiert werde. Sind die negativen Auswirkungen von schlechter Ernährung, wenig Bewegung, viel Stress, viel Arbeit und das ist natürlich ein Thema, mit dem sich unsere Gesellschaft jetzt schon in den letzten 5 bis 10 Jahren und auch weiterhin sehr stark beschäftigen wird, weil es ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor ist, wenn viele Menschen unter gewissen Krankheitsbildern leiden werden. Und zwar folgendes, schaut mal. Wenn man jetzt mal so den Wandel anschaut in den letzten 20, 30, 40 Jahren, da war es so, früher haben viele Menschen körperlich gearbeitet, mussten körperlich arbeiten und haben somit natürlich ihr ganzes System genutzt, das ganze muskuläre System, Gleichgewichtssystem, also den Körper benutzt, unser Körper als Werkzeug benutzt. Heute beschränkt sich die Arbeit immer mehr auf eine sitzende Tätigkeit. Ein großer Anteil unserer Bevölkerung sitzt nur noch. Und Sitzen ist definitiv keine artgerechte Haltung. Warum? Ganz einfach, schaut mal, das menschliche Skelett ist ausgelegt tatsächlich fürs Stehen, fürs Liegen, aber fürs Sitzen ist es nicht ausgelegt. Sitzen sorgt dafür, dass natürlich Faszien verklebt sind, dass die Muskulatur sich an gewisse Bewegungsabläufe gewöhnt, weil wir natürlich im Verhältnis viel sitzen. Wir stehen morgens auf und setzen uns an den Frühstückstisch, essen da was, wenn überhaupt. Dann setzen wir uns ins Auto, fahren im Auto oder mit dem Zug zur Arbeit, steigen aus, gehen in den Aufzug, fahren in den 4. Stock, laufen 40, 50 Meter, setzen uns dann hin und unseren Arbeitsplatz. Oftmals bleiben wir den ganzen Tag dort sitzen, vorm Schirm, schauen in einen 4-gigen Schirm rein und haben ein ganz eingeschränktes Bewegungsspektrum. Mittagspause bleiben wir oft auch mal sitzen, essen noch nebenher, wenn überhaupt irgendwas bei der Arbeit, stehen abends nach 9 bis 10 Stunden auf, gehen dann in den Aufzug, fahren Aufzug runter, gehen raus ins Auto, fahren nach Hause, setzen uns zu Hause hin, essen was, wenn überhaupt, und setzen uns dann aufs Sofa und gucken fern. Das ist nicht spannend. Nicht für den Körper, nicht für unsere Muskulatur, nicht für unser Herz, nicht für unser endokrines Hormonsystem. Nein, das ist definitiv nicht spannend. Der Körper befindet sich 50 bis 60 Stunden pro Woche mindestens bei den meisten Menschen in einer nicht artgerechten Haltung, in einer nicht artgerechten Position. Das führt natürlich zu Einschränkungen. Das führt zu Krankheitsbildern, die sich in den letzten Jahren immer weiter manifestieren. Da gibt es ganz viele Gelenksprobleme, da gibt es ganz viele orthopädische Probleme und es kommen tatsächlich auch noch psychische Probleme dazu. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das wäre ein Part. Ein Part, einseitige Bewegungen, Bewegungen, die gar nicht zu Menschen passen. Ein Part. Der nächste Part ist Essverhalten. Essverhalten. Schaut mal. Zwischenzeitlich ist ein großer Anteil der Bevölkerung übergewichtig. Teilweise schon im Kindesalter fängt es an, dass Kinder Diabetes haben, was es früher so gar nicht gab, nicht in dem Ausmaß. Zwischenzeitlich gibt es schon Jugendliche mit 12, 13, 14, 15, die massives Übergewicht aufweisen von 15, 20, 25, 30 Kilo. Es gibt Erwachsene, die teilweise mit 30, 35 schon weit über 100 Kilo wiegen, die einen Körperfettanteil haben bei Männern von über 25%, bei Frauen von 40, 45, teilweise 50%. Und das wird immer mehr werden. Warum? Warum eigentlich? Was ist der Hintergrund? Wir haben so viele Informationsquellen. Wir können so viele gesunde Sachen kaufen. Wir können aber uns auch ganz viel mit ungesunden Sachen versorgen. Egal wo wir sind, wir gehen raus aus der Tür, in 5 Minuten habe ich was zu essen. Und meistens nichts Gesundes. Auch da ist es so, wo entwickeln wir uns eigentlich hin? Was entsteht?
Wir können zwischenzeitlich fast schon auf dem Mars fliegen. Wir haben so tolle Techniken, aber was machen wir mit unserem Körper? Viele Menschen nehmen darauf gar keine Rücksicht mehr. Da werden Dinge gegessen, die haben mit gesund nichts mehr zu tun. Also haben wir einmal auf der einen Seite diesen extremen Bewegungsmangel, diese einseitigen Bewegungen, diese nicht artgerechte Haltung in den Bewegungen, nicht mehr da. Und dann haben wir im Bereich der Ernährung das gleiche Spiel in grün. Kein artgerechtes Verhalten im Bereich der Ernährung. Es werden Dinge zugeführt, die in der Natur so gar nicht vorkommen und teilweise in Mengen und Konzentrationen, wo dem Körper sichtbar nicht gut tut und auch auf dem Krankenblatt, was man so sieht, welche Krankheitsbilder entstehen, überhaupt nicht gut sind. Wo driften wir eigentlich damit hin? Was passiert da eigentlich damit? Welche gesellschaftlichen Herausforderungen haben wir durch dieses Verhalten? Da müsst ihr euch mal Gedanken drüber machen. Es ist mein Beruf, ich mache mir zwangsläufig Gedanken drüber, weil ich natürlich jeden Tag damit konfrontiert werde, mit Übergewicht, mit mangelnder Bewegung. Und ja, ich habe natürlich auch zum Teil mit massiven Krankheitsbildern zu tun. Menschen, die zu mir kommen mit 110, 120 Kilo, mit Schmerzen, mit Gelenksproblemen, mit zu hohem Cholesterinwert, mit 25, mit zu hohem Blutdruck, weit weg von jenseits von gut und böse, mit Blutdruck von 160 zu 120, 130, die auch gar keine Rücksicht drauf nehmen, die weiterhin keine Bewegung haben, nichts zu ihrer Gesundheit tun und der Körper jammert und der Körper zieht die roten Karten hoch und der Mensch möchte es einfach nicht sehen. Was wird das für unsere Gesellschaft eine Herausforderung werden? Es gibt immer mehr Techniken, um Zeit zu sparen. Zeit für was? Für nichts tun. Zeit für zocken, Fernseh gucken, nichts tun, inaktiv sein. Wir bekommen immer mehr Techniken, die uns alles erleichtern. Wir müssen nicht mehr rausgehen zum Einkaufen, wir können uns alles bringen lassen. Wir müssen nicht mal eine Liste aufschreiben. Wir reden sie Mikrofon rein und das Mikrofon speichert, das kriegen wir schon geliefert. Wo führt dieses bewegungsarme Leben hin? Wo führt diese Art der Ernährung eigentlich hin? Puh, das ist ein spannendes Thema und es bleibt ein spannendes Thema. Ich habe beruflich damit zu tun. Viele von euch, die jetzt gerade zuschauen, haben nicht viel damit zu tun, aber auch ihr sollt euch eure Gedanken darüber machen, inwieweit ihr schon davon behaftet seid. Zu wenig Bewegung, einseitige Bewegung, schlechte Ernährung, ungesunde Ernährung. Ernährung hat keine Prioritäten mehr. Es wird einfach gegessen, wenn was da ist. Ist das gut? Fühlt sich das gut an? Fühlt ihr euch gut? Das sollt ihr in euch reinhören. Wisst ihr auch warum? Wenn wir irgendwann mal zum Arzt gehen müssen, weil es weh tut, weil unser Herz Stress hat, weil unsere Leber nicht mehr richtig funktioniert, weil die Blutwerte nicht gut sind, weil wir müde sind, weil wir träge sind, weil wir nicht mehr belastbar sind, wisst ihr, was für ein Problem wir dann haben? Dann kommen wir zum Arzt und wenn wir beim Arzt sind, genau aus diesen Krankheitsbildern raus, mangelnde Bewegung, schlechte Ernährung, dann ist folgendes Szenario. Von ehemalig 100% Leistungsfähigkeit. Unsere lebenswichtigen Organe sind 70% verschwunden. Wir sind beim Stand von 30%. Erst da kommt die richtig rote Karte. Erst da tut's richtig weh. Und wir Menschen funktionieren leider so, erst wenn es richtig weh tut, suchen wir nach einer Lösung. Wäre es nicht besser, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um dem entgegenzuwirken? Wäre es nicht besser, frühzeitig in seine gesunde Zukunft zu investieren? Wir arbeiten ein ganzes Leben lang, um uns Luxus zu generieren. Aber irgendwann müssen wir das ganze Geld nehmen und ganz viel Zeit aufwenden, um wieder Gesundheit zu erlangen. Ist das wirklich das Ziel, was wir verfolgen sollten? Meines Erachtens definitiv nicht. Und ich bin mir auch ganz sicher, viele, die hinten dran sitzen und gerade zuschauen, die denken auch, na, das kann es nicht sein. Und deswegen von mir jetzt ein kleiner, schmaler Tipp, weil das sprengt den Rahmen. Da gibt es noch ein neues Video von mir genau zu diesem Thema.
Investment in deine gesunde Zukunft. Wie sieht dein Investment aus in deine gesunde Zukunft? Was tust du da? Was solltest du da tun? Was ist wichtig? Und da habe ich für euch und für die fleißigen Zuhörer, die kennen das schon, die in meinem Kanal immer wieder zuschauen, die Formel 21 VS versus 3. Okay? Diese Formel gibt es demnächst nochmal zum Nachhören. Schön lange zum aufmerksamen Zuhören. Da geht es um 21 Mal Investment in die gesunde Zukunft im Verhältnis zu 3 Mal. Wie steigt die Gewichtung, was da dahinter steckt. Seid ein bisschen neugierig, googelt ein bisschen, vielleicht findet ihr auch da Infos schon dazu. Und dann, ganz wichtig für euch, die meisten Menschen ankern ihr Vorhaben, Sport zu betreiben. Sie ankern ihr Vorhaben, sich gesund zu ernähren, für den Spiegel, für die Waage. Das ist schön. Natürlich sieht es toll aus, wenn man im Spiegel toll aussieht. Schön, wenn die Waage ein gutes Gewicht anzeigt. Vergesst aber bitte nicht, jeden Meter, den ihr geht, jede Sporteinheit, die ihr absolviert, jede gesunde Mahlzeit, die ihr zuführt, ist ein Investment in deine gesunde Zukunft. Und deswegen, ihr Lieben, gibt es auch mich. Wenn ihr jemanden braucht, der euch in dem Bereich beratet, wenn ihr Unterstützung braucht und sagt, ich brauche unbedingt einen richtig guten Coach, dann geht einfach unten in die Bemerkungen. Und da ist ein Link drin. Und da klickt ihr drauf und da kriegt ihr alle Informationen zu meiner Person. Vielen Dank, bis bald. Euer Andreas Drienbacher, Mr. T.